Einen wunderschönen guten Tag. Servus. Servus. Oh, der Teddy, habt ihr schon gehört? Der Mats ist auch noch dabei. Nein, stimmt dich. Nicht? Nein, Marceline ist dabei. Ach so. Ich bin nicht dabei. Kann nicht sein. Halte ich für ein Gerücht. Hältst du für ein Gerücht? Okay. Bobby, hörst du auch so komische Stimmen im Ohr? Ja. Hab ich doch gesagt, ich bin nicht existent. Also. Kann ich wieder gehen. Tschüss! Nein, Matze! Ich spring über die Klippe! Nein! Matze! Hier ist er. Geh doch, wenn du keine Freunde hast. Immer dieses. Die wollen mich nicht haben. Mitte! Ach ja. So, dann haben wir gleich den Diss am ganz am Anfang verarbeitet. Wo will der denn jetzt hier hin? Na, weg.de. Nee, nicht weg.de, ich meine hier dein Treckerchen. Okay, keine Ahnung. Ich hab ihn zur LPG Pflanze Getreide Silo geschickt. Ja, und was will er dann bitte schön in meine Richtung? Das. Lass AD einfach machen. Ja, der fährt ja da, wo er als nächstes den Kurs gekriegt hat. Der wäre ja gerade ausfahren müssen, hätte er fahren müssen. Ja, hätte Fahrradkette. Oh Mann, ey, diese arme Kette, ey, die tut mir immer leid, ey. Oder um bei dem Beispiel von Poppy zu bleiben, hätte Hund nicht die Katz gesehen. Nee, hätte Hund nicht geschossen, hätte er die Katz gekriegt. So war das. Nicht andersrum. Oh Mann. Hätte. Jetzt sind wir bei den Sprichwörtern auch noch. Boah, immer diese Verkehrsbanausen hier! Fahren Sie doch mal schneller! Mit Ihrem komischen Gerät! Alter! Der Matze braucht wieder Stunden, bis er auf dem Hof ist. Furchtbar! Ich hab ein komisches weiß-grünes Monstrum vor mir. Hat so ein komisches Teil mit komischen Drehdingen dran hinten. Und stoppt jedes Mal kurz vor einer Abbiegung. Ja, das ist wahrscheinlich wieder Poppy, der Sonderfahrer. Ich glaub's auch, ey. Nee, ich bin auf Feld 3 unterwegs. Das ist das ältere Junge, der nicht fahren kann. Ich Junge, bin auf Feld 3 unterwegs. Feld 3. Oh je, er versucht Englisch. Nee, ich hab versucht, Französisch noch zu sprechen. Noch schlimmer. Ja. Ich weiß ja nicht, ob du das kannst, aber meine Sprache hat man auf jeden Fall. Na, Französisch kann ich auf alle Fälle nicht mehr gut. Konnte ich noch nie gut und jetzt noch schlechter. Du hast denn den grauen, den rosanen? An der Tankstelle, sorry. Dann tanke du mal den auf, dann nehme ich wieder den grünen, meinen wieder. Deine Lady Bomber. Meine Lady Bomber. Ja, weil sein John, die habe ich ja gerade unterm Arsch. Nee, das ist der Hofschlapper. Stimmt. Das ist die Hofschlampe. Aua! Eben hat's gehangen und meine Achse war. Ja, ja. Jetzt ohne Witz. Leider war ich nicht in der Aufnahme, ohne Witz, ey. Ja, ist schon in Ordnung, ist schon in Ordnung. Werde ich mir merken. Ich hatte wirklich keine Vorderachse mehr. Die ja, werde ich mir merken. Mann, ich wollte es doch nicht so offen zeigen. Aber wenn du schon hier als Marceline rumläufst, muss man dich doch auch mal ausstumpfen. Ist schon klar.
Habt ihr genau gesehen, das war ein tätiger Angriff während der Arbeitszeit. Nein, das sollte nur ein Baggern werden. Und auch noch Belästigung und dergleichen. Es kommt da ja aber, aber Marceline, du stehst doch drauf. Nee. Richtig. Höchstmitspringerstiefel. Der war jetzt auch wieder böse. Entschuldigung, aber das musste man gerade sagen. Weil schön geputzte Schuhe, die muss man immer mal zeigen, ne? Also von daher, ne? Alles schick, ne? Sag mal, seit wann bist denn du da auf der Schiene? Auf was an der Schiene? Na, Springerstiefel-Schiene. Ey, das sind gute Schuhe. Ja, wenn du da dicke Socken anziehst, kannst du schön im Winter damit laufen. Ist kein Witz. Wir hatten hier Steine gesammelt. Mensch. Steine? Was für Steine? Auf Feld 3. Drei. Musst du mal den komischen Donner fragen. Ich glaube, das war doch. War das nicht Hand. Wart hat er? Ja, mach doch mal den Donner, habe ich gefragt, gesagt. Ach, stimmt. Madonna. Jetzt habe ich es verstanden, ja. So, was könnte ich jetzt noch schnell machen? Ist genug zu tun. Kannst ja schon mal. Naja, Feld 3 Walzen, ne. Bin ja nicht fertig. So, er kann auch trotzdem schon auffangen. Wenn ich. Wo habt ihr jetzt. Wo ist jetzt die Walze? Ich hab noch, glaube ich, noch gar keine. Ja, glaube ich auch. Aber das Feld muss gewalzt werden. Wir haben trotzdem auch gar keine. Hatten wir überhaupt eine schon besorgt gehabt? Welche wollten wir denn nehmen? Kauf dir eine, die du haben willst. So, dann gucken wir mal ganz kurz da. Dann gucken wir mal in die Walzen. Die Walzen. Ah. Wir haben jetzt im Sinne ja nur die Doodle Du letztens hast, die das Selfmade hat. Die hatte, das ist doch die mit die Querwalzen tut, ne? Ja, du kannst aber auch die Kupplungswagen müsste drauf sein. Kannst du ja auch nehmen. Dann ist das die Weizen, die jetzt hier in den Kopf packt, ne? Steht ja da, ne? Mhm. Von Schritt hier oder? Da brauche ich 3 Stück von, ne? Mhm. Da ja. Muss bloß richtig drauf gucken. Weil ich muss jetzt selber mal gucken, weil ich da ja nie schaue, wo ihr immer schaut. Weiß ich gar nicht, in welchem. Ich habe jetzt die B435 Walze WW. Ja, okay. Genau. Die. Das müsste die eigentlich sein. Richtig. Die können wir ja schon mal 3-mal kaufen. Richtig. Und der Kupplungswagen. Ja, ich gucke halt immer unten. Ja, du guckst bei den Mods. So, ja. Kombi, da brauchen wir das Ding. Das ist auch einfach. Dann können wir das Ding auch einmal kaufen. Zurück. Ich muss jetzt nur noch warten, bis mein Treckerchen da oben ist. Oh, Junge, haben wir wieder viel zu viel Geld ausgegeben. Und ich glaube, die muss ich jetzt erst alle mit der Hand reinheben, ne? Ja, nicht unbedingt. Außer es steht so, dass es gerade wunderbar passt, ne? Was ich halt auch gerne mache, du kannst ja die Weizen auch einzeln am Dings machen, sag schnell, an den Traktor, wenn sie blöd stehen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und dann einfach so hinstellen. Das ist ja im Prinzip ja eine Treibpunkt hatte ja dran. Hm. Ade, Entschuldigung, aber ich muss dich mal kurz unterbrechen. Du bist mir heute ein bisschen zu langsam. Wir wollen ja heute noch ankommen. Dass wir wenigstens den Kupplungswagen unten haben.
Ja. Das werden wir wohl noch in 5 Minuten schaffen. Denke doch, denke doch. Also ich werde das Feld heute nicht schaffen. Junge, diese Unarbeiten, ey. Immer diese Verkehrsbremsen. Nee, das Feld ist einfach nur verdammt groß. Du bist doch verdammt langsam. Und die Sämaschine ist schön klein. Ja, darum nehme ich immer meine Spezialsämaschine. Tja, aber es kommen nicht alle mit der so einer Sämaschine klar. Das ist ein anderes Thema. Ich meine, es bleibt dann danach nur das Vorgewende übrig. So ist es nicht, also. Was das betrifft, bin ich ja eben der Bekloppteste bei uns. Das stimmt. Aber Einsicht ist erstmal schon der Weg zur Besserung. Oh. Ich hätte ja auch sagen können, wir hätten uns die große holen können, aber das wäre ja dann auch wieder viel zu früh. Ja. Ja. Wir wollten es ja nicht übertreiben. Und wir hätten noch 2 holen können, so ist es auch nicht gewesen. Gibt es ja auch mit einem Kopplungswagen. Genau. So, jetzt muss ich mal selber mal kurz überlegen. Also die müssten im Prinzip, eine muss vorne rein und die andere müssten hinten da rein. Müsste ich einfach kurz rumschieben hier. Weil rein theoretisch mit der Hand anheben dürfte jetzt ja im Moment gar nicht gehen. Das wird jetzt sehr interessant. Kriegst du es hin? Nee. Oder brauchst du Unterstützung? Doch, das ist jetzt. Ich werde das jetzt irgendwie jetzt versuchen, hier hinzurollern. Dann werde ich die Dings einfach irgendwie anbinden oder reinsetzen. Nach und nach, aber ich erstmal die muss gucken, wie ich das am blödesten mache jetzt. Ist ein bisschen problematisch, weil ich zu wenig Platz habe hier auf der Seite. Schon wieder verkehrt gerollt sind. Ach ja. Bist du jetzt eigentlich die Woche auch noch zu Hause, Teddy? Mein Onkel Doktor hat gesagt, nein, sie gehen noch nicht. Achso, sonst wärst du ja jetzt schon in der Schule, wa? Mhm. Ich vergaß. Ich dachte bis gestern, dass alle diesen Feiertag haben in Deutschland. Mhm. Ja, und gar keinen von den beiden. Ja. Ich studiere jetzt mal ganz kurz irgendwie hier auf die Seite. Wie gesagt, man kann nicht immer alles wissen. Kriege ich das von hier aus durch? Glaube, weiß ich nicht. Aber nein. Nee, du machst es eben ein bisschen kompliziert. Boah. Ich sehe gerade was du meinst.
müsste sie einfach nur im Prinzip oben drüber fahren. Einfach hintereinander stellen hier? Ich sehe es gerade. Ich habe gerade den Kopplungswagen drüber. Ich sehe es gerade. Ja, du hast die noch gar nicht zusammengekoppelt, oder? Nein, deswegen habe ich das gerade jetzt auch gesehen, dass das ja gerade so passt. Ja, die sind ja, der ist ja extra so gemacht, dass du so koppeln kannst. Oh. Deswegen lassen wir jetzt mal das so weiterlaufen. Damit deine Zuschauer sehen können. Ja, den überzieht man halt mal ein bisschen. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Das ist halt wie Tetris. Ja, das geht aber mit wie es geht aber damit wegen der Tetris-Geschichte. Ja, der Hof ist ein bisschen eng hier. Ja, ein bisschen. Aber deswegen hatte ich dir das auch gesagt. Also, ist weiter schon weiter hinten. War gut, dass ich so gut, dass das mit dem Lenkrad so gut funktioniert. Einzigst du, wenn du rückwärts schiebst, solltest du erst gucken, dass die Räder richtig rumstehen, denn wenn du drüber fährst. Also dass du gerade dran fährst. Das wäre Vorteil, genau. Von Vorteil. So Leute, und das brauchen wir nur noch das hier. Kriegt er es hin? Was meint ihr? Schafft das oder schafft das nicht? Wenn wir jetzt bei RTL und Co. wären, würde es jetzt heißen, Fortsetzung, hören Sie nach der Werbung. Oder sehen Sie nach der Werbung. Ja, genau. Aber wir sind ja zum Glück nicht bei RTL und Co. Das stimmt wohl. Also ihr könnt bei dem Krimi dranbleiben. Ihr seid nicht vertröstet. Der Spannungsbogen, bei dem Spannungsbogen gibt's keine Werbung. Weißt du, was echt doof ist? Dass die Räder sich nicht so richtig drehen lassen. Ja, das ist schwierig. Wie die sich dir zu verhalten, weißt du? Ja, aber sei froh, dass der Willi die flexible Lenkung Deichsel schon gemacht hat. Bevor die flexible Deichsel drauf kam, ging es noch schlechter. Und schaffe ich es in der Folge doch fertig zu werden? Ja, es ist ein bisschen haarig, aber es ist ein bisschen dann im Prinzip langsames Rantasten. Richtig. Ja, aber so ist es doch immer. Bei was Neuem. Warte mal, irgendwo hatte ich jetzt gerade. Häng mal die erste am besten schon mal erstmal an, wenn du kannst. Ja, da will ich so richtig, wie es soll.
Und das Schlimme ist, ich kann dir nicht helfen. Ich würde den ja jetzt drehen, aber geht's leider nicht. Ja. Ja, also es funktioniert so, wie es eigentlich sein sollte. Und ich mache das jetzt ganz einfach. Ich bin jetzt gerade an der vorderen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil den musst du ja mit dem Traktor rüberfahren. Ja, mit einem starken Bauern wäre es natürlich alles einfacher. Ja klar. Es ist so vieles einfacher. Oh, halt gucken wir jetzt mal den. Physik von Giants. Ja. Böse Zungen hätten jetzt gesagt, Raun am Steuer ungeheuer. Aber. Nur böse Zungen. Nur böse Zungen. Da es hier sowas nicht gibt. Genau. Und wir sind alle lieb. Hey Marceline? Ja, ist leider. Wer ist das? Ich kenne die nicht. Ja, komm, fahr, genau. Diese alte Mistkrücke. Ich hab nichts gemacht. Nein, Matze, was machst du? Aber ich sag mal jetzt so. Das werden wir dann mal oft noch mal richten. Oder beim nächsten Mal, wenn der Schacke. Ich hab's fast geschafft. Ja, du hast fast geschafft. Mach still, Dings. Ja. Also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Also, bis genau, dann. Genau, bis dann. Tschüss.